Hier haben wir übernachtet im Haus Pot. Uns wurde uns gesagt, dass das gerne auch von Radfahrern genutzt wird, die von den Niederlanden nach Prag fahren. Die machen hier Zwischenrast. Alles selbst gemacht, hausgemacht, eigene Backstube. Alles sehr lecker. Heute starten wir bei 346 Kilometern. Das heißt, wir sind gestern bei 232 gestartet. 114 Kilometer gestern. Jetzt müssen wir jetzt wieder zurück nach Wesel. Auf unsere Route. Jetzt fahren wir hier aus Bislich wieder raus. Ja, mir ist gestern auch noch was Blödes passiert in Wesel. Da bin ich auf der falschen Fahrradseite gefahren. Also nicht in Fahrtrichtung, sondern entgegengesetzt. Und prompt, Bums, Polizei. Hatten wir noch Glück oder ich, 10 Euro. Normal hätte jeder 10 bezahlen müssen. Dietmar ist ja auch hinter mir hergefahren. Also, naja, musste nur einer bezahlen. Ja, muss ich noch lernen, ne? Herr Dietmar, rechts! Auf dem besten Weg nach Wesel. Wir sind jetzt hier gerade auf so einem Wohnmobilstellplatz und wir wollten das mal eben zeigen, dass man hier auch super Strom tanken kann. Auf diesem hier zum Beispiel, da hat man so einen CER-Adapter, so einen Campingstecker halt, diesen blauen. Und dann ist hier mit Münzeinwurf und da gibt es für 1 Euro 1,5 Kilowattstunden. Da kriegt man seinen Akku auf jeden Fall mit voll. Finde ich eine gute Sache, um Strom zu laden. Jetzt sind wir hier wieder am Rhein und da hinten in der Ferne sehen wir hier das Überbleibsel einer Brücke. So, hier ist das Gegenstück. Zu dieser ehemaligen Brücke. Der Dom zur Wesel.
Ich wusste jetzt gar nicht, dass sie hier auch einen Dom haben. Aber schön. Jetzt kommt Bahntrasse. Jo, jetzt haben wir hier so einen alten Bahntrassenradweg und die Bahn liegt aber auch noch. War vielleicht mal zweigleisig, zweispurig, ich weiß es nicht. Ja, die Deutschlandroute 7, die führt natürlich auch über altbekannte Radwege. Ich glaube, hier aktuell ist es die Route der Industriekultur und Drei-Flüsse-Radweg. Und eben habe ich so einen Römerhelm gesehen. Kann das die Römer-Lippe-Route gewesen sein? Wir kommen später nach Münster und von Münster nach Osnabrück sind wir dann auf der Friedensroute. Jetzt sind wir hier in so einem kleinen Örtchen. Krudenburg heißt der. Und es sieht ganz nett aus hier. Sehr gemütlich aus. Wollten wir hier nach Hümste rüber, über die Brücke. Jetzt ist aber seit heute die Brücke gesperrt, wie uns gesagt wurde. Und jetzt müssen wir leider hier über die Bundesstraße, über die B58 nach Schermbeck und dann nach Dorsten. Dann sind wir wieder auf unserer Route. Jetzt fahren wir am Wesel-Dattel-Kanal nach Dorsten. So, jetzt sind wir hier am Glückauf-Grill in Dorsten. Das ist ja dieser berühmte Imbiss, den die Eltern von Frank Rosin aufgebaut haben. Er ist ja auch hier aufgewachsen, in diesem Viertel. Wir sind jetzt mal gezielt hier hingefahren und wollten mal gucken, ob es schmeckt. Und wir sind nicht enttäuscht worden. Schmeckt sehr gut. Jetzt werfen wir mal einen Blick zurück mit der Drohne.
und gucken uns mal das von oben an. Wir genießen hier jede Abfahrt, und wenn es auch nur von der Brücke runter ist. Jetzt haben wir es noch bis zum Halterner See, 20 Kilometer bis zum Campingplatz. Wir haben uns da einen Campingplatz ausgesucht, haben wir schon angerufen. Und die 400 Kilometer haben wir auch jetzt geschafft. Es ist jetzt 15 Uhr. Und jetzt kann man echt mal sagen, heute ist der wärmste Tag bis jetzt. Es ist richtig warm. Ja, wir haben eben schon mal gesagt, jetzt haben wir den fünften Tag in Folge trocken. Ist ja auch außergewöhnlich. Hat man noch gar nicht so drüber geredet. Aber ist echt angenehm. Nicht zu heiß, nicht zu kalt.
gut zum Aushalten. Jetzt kommen wir je nach Halt dann am See. Jetzt suchen wir unseren Campingplatz. Gefahren sind wir heute 69 Kilometer bis jetzt. Da kommen wir noch ein paar bei. Es werden auf jeden Fall über 70. Noch 7. Bekomme ich gerade angezeigt. Jetzt fahren wir hier immer am Wesel-Dattel-Kanal entlang. So, wir sind jetzt hier angekommen. Freizeitpark Hoher Niemen. Hier vorne rechts hinter Andrea, hinten bei dem Wohnwagen haben wir einen Stromkasten. Und das Sunny-Gebäude ist auch nicht weit. Alles gut. Hier werden wir es aushalten bis morgen früh. Hier vorne steht noch ein Kollege mit Zelt. Ja, also die heutige Tour war auch wieder mit ein bisschen Komplikationen. Brücke war gesperrt bei, wo war das? Irgend so ein kleines Dorf, da hätten wir über den Lippe-Kanal gemusst, um weiterzukommen auf unserer Route. War dann nicht mehr, da mussten wir wieder einen Umweg fahren über Dorsten, Bundesstraße. Ja, aber jetzt, die letzten Meter hat es dann doch geklappt. Letzten Kilometer waren wir wieder auf Strecke. Highlight des Tages, auf jeden Fall der Glück auf Grill in Dorsten. Wir haben auch den Eigentümer kennengelernt. So, dann sagen wir hier tschüss und winke, winke. Ohne Ladenbeauftragung.